Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, der 64. Folge von House Flipper. Was uns hier im Bad natürlich noch fehlt, im Bad, der Teppich. So, Bodenteppich. Und zwar benötigen wir schwierige Herausforderungen. Wir brauchen einen Teppich, der, wobei, schauen wir mal, wie groß, ja, super. So. Fertig. Sogar ein einfacher Teppich kann eine tolle Ergänzung für ein Haus sein. Ich bin absolut eurer Meinung. Wirklich. Finde ich gut. So, wir sind in der Geheimsauna. Wir brauchen als erstes in einer Sauna natürlich einen Saunaofen. So, wo findet man den? Unter elektrischer findet man den sicher nicht. Aber unter sonstiges, oh ja, so, der Saunaofen, wir schauen mal, welcher von beiden der witzigere ist, der ist ziemlich witzig, so, sonstiges, und der ist einfach nur ein schwarzes Eck, ob wir den da in die Ecke bringen, ja, so, jetzt schauen wir. Super, Saunaofen ist drin. Ich brauche keine Sauna. Ja, dann kauft das Haus nicht. So. Dann haben wir natürlich einen Saunathermometer. Der ist hier angebracht, dass wenn man reinkommt, dass man gleich weiß. Oh, oh, oh. So. Und ich bringe auch hier an der Wand einen, weil wenn man hier sitzt jetzt, und muss man auch hier sehen. So, sonstiges. Wir schauen mal auf die Sauna. Dann haben wir auf jeden Fall in der Sauna hier die Sanduhr, damit man auch weiß, dass die Sauna-Session auch passt. So, die stellen wir hier her. Ja, so. Die Sauna-Session muss ja passen. Dann haben wir natürlich die Sanduhr für die Sauna. Nachdem wir hier die Sanduhr, die normale, hingestellt haben, können wir hier... Ja, und ich weiß, die andere gehört in die Küche. Aber so, mir gefällt sie hier so gut. Wegen dem Holz. So, und die auch hier. Ja. So, zur Verwirrung allerdings. Genau. Jetzt die eine oben, die andere unten. So, Entschuldigung. Geht schon wieder weiter. So, dann haben... Oh, der wird aber auch gut herpassen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Yeah. Der passt echt gut her. Den werden wir da reinstellen. So. Der passt wirklich gut her. So. Sonstiges. Wir haben dann noch... naja, natürlich die Handtuchrollen. So. Nein, dann legen wir da einfach noch ein, zwei Rollen her und gut ist. Mit drei Handtüchern muss genug sein. Ach, ihr seid vier? Tja. So, und hier ein Kübel. Für den Aufguss eigentlich hierher. So. Gut. Dann haben wir noch... ja, davon möchte ich eigentlich hier nicht... Bekommen die Uhr die richtigen... Ja, das Messer zum Aufschneiden der Pulsar... Oh, Fenster reinigen. Oh, 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 okay. Das ist ja wirklich schmutzig. So, dann sind wir gleich mit dem Fenster durch. Ja, so, Fenster reinigen. So, da haben wir ein wenig mehr die Kreiselbewegungen. Kreisel. So, aber wir wollen fertig werden auch mit dem Fenster. Super. So, dann brauchen wir noch Türen und Fenster, Vorhänge und Jalousien. Vorhang ist in einer Sauna so eine Sache, deswegen würde ich sagen, Jalousien zum Einbau, es ist ein Game, es brennt eh nicht.
So, das, ja, wird echt gut passen. Ich meine, in einer Sauna natürlich vor. Nein, ich lasse das. Jalousien. So, aber die geschlossen. Nein. Für den Voyeur von heute. So, dann nehmen wir hier. So, Schraube dran und Schraube. Super. So, für den Voyeur von. Voyeur. Eine Voliere. Für den Voyeur von heute. Die geöffnete Jalousie zur Sauna. So, dran. Super. Und da gehen wir auch noch zwei. Jetzt kaufen, so. Montieren wir gleich hier dran. Montieren hier dran. Jalousie drauf. Jetzt kaufen, so. Hehe. Da und das, da und das und dran. Super. So, in der Sauna würde ich gar nicht so viel mehr machen. Wir brauchen natürlich in der Sauna, das habe ich schon vergessen. Sonstiges. Genau. So. Aus einem anderen Spiel habe ich ja gehört, es ist wichtig, möglichst überall den Creepy-Hasen zu haben. So, genau. Nein, ja. Super, oder? Mit Creepy-Hasen. Was? Habe ich dir gesagt, dass ich Kinder hasse? Ich habe nicht gesagt, dass ich keine Kinder. Okay, aber es ist ein Creepy-Hase. Hallo? Nein, ich lasse ihn stehen. Ja, nur weil er das so möchte. Donald Trusk, glaube ich, heißt er in dem Spiel. Ja, Creepy Hase muss drin bleiben. So, lebt damit. So, das heißt, wir sind. Nein, falsche, jetzt. Wir sind fertig mit der Sauna. Einmal noch reinschauen. So, Creepy Hase, hallo. Der Ofen. Super hell erleuchtet. Ja, mehr will ich in die Sauna gar nicht reintun. Mehr brauchen wir nicht. Mehr passt auch nicht. Mehr ist auch gar nicht gut. So, einen Teppich passt zwar nicht, könnte man reinlegen. Schauen wir mal, vielleicht finden wir einen ganz besonders tollen, wo man sagt, ja, okay, den kann man verwenden in der Sauna. In Wirklichkeit gar keinen. So, der Oma-Teppich. So, was haben wir denn noch? Was ist zum Beispiel mit dem? Also, ich kaufe ihn ja nicht. Aber was ist, wenn man. Gut, Sache erledigt. So, das heißt, das Bad ist fertig. Die Sauna ist fertig. Die versteckte. Keiner würde von dem Haus erahnen, dass es eine Sauna gibt. Super ist das. Ach gut. So, jetzt machen wir noch eine Front außen. Nein, völlig falsch. Wand, Paneele. Ja, wir werden das wieder so machen, oder? Wandfliesen. Nein. Wobei, ich habe einen Nachbarn, aber zwei Gassen weiter. Der hat sein Haus jetzt zum Teil mit Fliesen außen. Ja, sieht schon mal auch strange aus. So, aber ja, müssen wir ja nicht machen. Aber den Wasserschaden da müssen wir wegkriegen. Und deswegen, nein, der Schimmel muss nicht weg. Wir legen gleich Wandpaneele drüber. So, und da sind wir auch gleich fertig. Das geht nämlich fix. Fix geht das. Fix. Es wird spontan dunkler geworden. Oder heller. Mei. So. La 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 la. So. Ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist und ob das überhaupt zum Beispiel zu einem Kaufpreis beiträgt. Aber wenn ich das jetzt bei allen Dingen in dem Haus, die ich erneuere, die ich einbaue, die ich
naja, organisiere, wie auch immer, die ich benutze, wenn ich bei allen dann rechne, ja, bringt das was, geht aus meiner Sicht ein wenig Spaß verloren, es sei denn, ich sage, mein Spaß besteht drin, möglichst viel Geld abzuräumen und daher möchte ich es so effizient wie möglich machen. Ich möchte es lieber gestalten, ich möchte es formen, ich möchte ja mitbasteln. Und wenn ich dort jetzt an der und der Stelle eine Vase aufstellen möchte, möchte ich nicht wissen, ja, die hast du um 8,39 Euro gekauft und um wie viel glaubst du wohl, wird man dir die abkaufen? Ist mir egal, wenn es dorthin passt, passt dorthin. So, und wieder eine, der dann sagt, ey, deinen Creepy-Hasen, den brauche ich nicht, ich habe keine Kinder. Ja, egal, Creepy-Hase muss sein. So. Moment. Du brauchst Gips, um dieses Loch zu füllen. Schauen wir mal, nicht, dass ich da... Okay. Da habe ich jetzt zu früh die Paneele drauf getan. Ui. So. Gut, Pfusch am Bau wird da drüben keiner merken. Die Paneele da jetzt runternehmen, hier, ändert ja auch nichts mehr. So. Nein, das passt schon so. So. Ich kann ja gar nicht mehr drunter. Oh ja, ich brauche Leben. Okay, gut, dann muss ich auch hier spachteln. Ah, da seht's aber, ich spachtel faktisch unter den Paneelen. Hammer. Ja, das ist cool. So. Super. Oh, Gipsen, da haben wir schon gegipst, dann noch einmal hier. So, da haben wir gegipst, da haben wir gegipst, da haben wir gegipst. Super. Yeah. So, Spachtel. Gar nicht so viel Spachtel, wie ich bräuchte. So, davon noch nachkaufen? Ja. La la la, jetzt haben wir gespachtelt, wir haben gegipst. Hey, da haben wir. So, wir brauchen noch das Wohnzimmer, aber das geht schnell. Und das Schlafzimmer. Gut gegangen ist ja im Endeffekt auch die Küche, vor der ich so viel Angst hatte wegen Altrosa. Aber wenn man jetzt in diese Küche reinschaut, die ist doch cool. Die ist cool geworden. So, machen wir aber zu, sonst zieht's. So, einigermaßen bedauere ich den Ausstieg aus Echo. Das ist so ein cooles Spiel, aber ich glaube echt, dass das im Multiplayer viel mehr noch hergibt. Außerdem muss ich auch sagen, drei gleichzeitig Spieler ist schon herausfordernd, wenn man da überall regelmäßig Videos rausbringen möchte. Und das möchte ich. Seit ich diesen Kanal begonnen habe, täglich ein Video mindestens. Und wenn man jetzt so reinschaut, ist es ja täglich mehr als ein Video. Und das ist gut. Ich bin damit zufrieden. Ich hoffe, du bist es auch. So, was haben wir denn da noch? Da, da, da. Und wieder mal bin ich total fasziniert von der Musik. Immer dasselbe. Und trotzdem, es nervt mich nicht so. Nein, ab und zu fällt es mir dann auf, wenn ich plötzlich aufhöre zu reden. Hey, du kannst aufhören zu reden? Ja. Selten, aber manchmal kommt es vor. So, da werden wir jetzt auch gleich gipsen. So, hier drüber. Dann schauen wir, wir werden die ganze Länge mal gipsen. Ja, man muss das auch tun. Gipsen ohne Beine. So, wo sind denn eigentlich meine? Die sieht man nicht. Ich habe keine Beine. Aber ich kann super laufen. So, die Hand sehe ich. Die Beine nicht. So. Da, 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 da. Nein, ist keine Beschwerde. Ich muss die Beine da nicht haben. Ist mir game-technisch jetzt nicht so essentiell wichtig. Ups. Jetzt.
Nein, ich möchte gerne, ja, jetzt. So. La la la. Das wird echt schön werden. Also wenn der Wasserschaden da außen auch einmal behoben ist, weil man sieht jetzt vorne schon, das sieht echt gut aus. So ein Wasserschaden macht so ein Haus echt unansehnlich. So, gut ist es. Adelheid, gleich ist's soweit. Also, ich habe schon einmal gefragt, ob das nicht irgendwie seltsam ist, da zusehen, da dabei sein, weil ich könnte jetzt sagen, ich schneide jetzt schneide das zusammen und wenn diese Wand fertig ist, mache ich weiter mit der Aufnahme. Da wurde ich darauf hingewiesen, nein, lass ruhig, Video ist okay, lass das mit dem Schneiden mal. Gut, ich richte mich da an diese Wünsche und Bedürfnisse und freue mich drüber, wenn man mir dazu sehen mag und ja, mich da beim Basteln und Reden beobachten möchte und beim Reden zuhören, bin ich gerne dabei. So, und braucht das nicht offline machen. Was gut ist. So, immerhin können wir das sozusagen gemeinsam erleben und haben gemeinsam dieses Haus gebaut und können dann wieder einmal gemeinsam dem Moment entgegenfiebern, wo man dann sagt, ey, wie viel bekomme ich für dieses Haus? Ist das fair? Ist das wieder mal zu wenig? Werden wir über den Tisch gezogen? Natürlich kann man jetzt sagen, ja, Rezambat, das liegt ja aber auch wirklich an dir, weil du eben nicht überlegst, ob du für die Vase etwas bekommst oder nicht, die du jetzt hinplatziert hast. Mach nur die Sachen, die Geld bringen. Aber ich mache lieber die Sachen, die mir Freude machen. So, gleich ist die Wand fertig. Dann haben wir schon zwei Seiten des Hauses fertig. Ich freue mich echt drüber, weil das war wirklich ja hässlich. So, das tragen wir gleich rüber. Ah, andere Seite. Hier ablegen. So, da werden wir noch ein bisschen reinspachteln. Jupp, ändern auf Spachtel. Super. So, hat eine ganz hässliche Farbe, wenn man da durch die Fenster sieht. Ja, das Wohnzimmer. Ja, das Schlafzimmer. So. Und da stehen die ganzen Farbkübel im Vorzimmer. So. Gleich ist gespachtelt. Spachtel rein. Und übrigens, danke für den Hinweis. Ich habe mich da irgendwie total verpeilt. Den Hinweis, den ich meine, mach lieber ein Haus fertig und dann das nächste. Ja, danke, weil, wie du bemerkt hast, habe ich ja in dem anderen Haus schon begonnen, so richtig ausmalen und da verlegen wir den Boden. Yeah, da gehört unbedingt der Billardtisch hin. Ja, hier kommt der Flipper. Danke für den Hinweis. Fürs Wiedereinfangen. So. Den Stapel verbauen wir noch. Und dann beende ich aber die Folge für heute auch schon. Es ist nämlich schon, wenn ich so rüberschaue, ja, wir nähern uns schon der Grenze, die da so gesetzt ist für eine Folge. Natürlich können wir mehr machen. Wir können ja stundenlange Folgen machen. Aber erstens, du musst dir das dann ansehen und ich muss es machen, ich muss es rendern und schneiden. Und ich denke mir immer so, eine Folge, so weiß ich nicht, 20 Minuten plus minus ein paar, das kann man so machen am Tag, aber wenn man dann so eine Stunde, eineinhalb oder wir streamen auf 4 Stunden, nein. Das soll ja nicht Schwerstarbeit hier sein mit den Paneelen. Das soll ja Freude machen. So. Außerdem überlege ich jetzt bereits, wenn ich dann das größte Haus gemacht habe. Ziel. Was dann? Ist dann das Garten-Update fertig? Was mache ich dann? Oh nein, dann bekomme ich Panik.
Weil die Häuser, die wir gemacht haben, die sind ja schon verschwunden. Also die kommen ja nie wieder, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wir verarbeiten Häuser schneller oder bearbeiten Häuser schneller, als sie nachgeliefert werden. Oder sehe ich was falsch? Vielleicht sehe ich es falsch. Naja, man wird mir das mitteilen. Ich werde es sehen, du wirst es sehen. So, aber was mache ich dann? Auf jeden Fall nicht mehr Paneele dran geben. So, weil ich hoffe, das nächste Haus ist nicht wieder so ein Überschwemmungshaus. Und wir müssen nicht die Außenwände auch machen. Wobei, es zahlt sich schon aus. Also, es bringt was, sagen wir es so. So, in diesem Haus haben wir noch zwei Räume. Der grüne, der Schlafbereich, und dann natürlich der große Wohnbereich. Letztendlich bin ich echt froh, dass ich nicht an dem anderen Haus weitergebastelt habe. Ich habe es gerade gesagt, ja, ich wiederhole mich, aber ich bin wiederholt froh. So, das kommt noch dran. Spachtel, Spachtel. Und dann fehlt nur noch eine Hauswand. So. Den Block tragen wir nach hinten. Tja, dann sage ich, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.